Es hat hier hin und wieder nur mal geknallt. Aber unsere Katzen haben den gesamte Silvesternacht verpennt. Genauso wie eine Bekannte, die dann irgendwann aber mal geweckt wurde, den Eiersalat aus dem Kühlschrank holte und sich wieder hinlegte. Die jüngste unserer Wohngruppe kündigte an, auf der Party Cocktails anzubieten. In unserer Wohngruppe feiern nämlich die Frauen und die Männer bleiben zu Hause. Naja, die Frauen gehen in einen Nachbarort und treffen sich dort in einem Haus. Aber so entschied ich mich, um 22, 23 Uhr mal darüber zu fahren und einen Cocktail zu probieren. Wow, war das ein Kraftpunsch. Bin ich jetzt bereit für 2022? Ich habe schöne Bilder von euch gesehen zum Jahreswechsel. Habe auch andere Bilder gezeigt bekommen und merkte, wie manche sich ans Feuer setzten, manche Blei gießen, manche sich ein großes Essen zubereiten. Manche haben ein schönes Herz geschickt und manche liebe Worte oder sogar Liebesbekundungen habe ich bekommen von ganz vielen lieben Kindern. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich antworten soll. Wahrscheinlich muss ich denen ein Lied schreiben. Anders geht es nicht. Also, willkommen zum Podcast Jahreswechsel. Ja, ein neues. Was für ein Thema. Ja. Und wir lieben dich und wir vermissen dich. Menschen, die uns langfristig beeindruckt haben. Dieses Thema kam ich, als mich jemand am Altjahresabend fragte, was waren deine Höhen und deine Tiefen in dem vergangenen Jahr? Alles, was ich erlebt, reflektiere ich immer als Erlebnis für meinen Charakter, für mein Innerstes. Wann hast du das zuletzt eine Nachricht bekommen, eine Ansprache bekommen, dass du für jemanden eine außergewöhnliche Bedeutung hattest in der und der Situation? Wer nimmt dich in deinem Umfeld auf eine besondere Weise, eine besondere kurze Freude wahr, einfach nur weil du erscheinst? Oder wer in deinem Umfeld hat so auf dich gewirkt, so tief, so charakterbildend? Habt ihr auch schon bemerkt, und ich wollte fast sagen 1922, habt ihr auch schon einen Bezug zu dem Jahr 2022? Wollte ich fragen, und währenddessen ich das fragen wollte, wurde mir klar, ich habe zu keinem Jahr mehr einen Bezug. Und als persönlichen Spaß erzähle ich jetzt schon, dass ich 60 Jahre alt bin, weil diese 60 passen überhaupt nicht zu mir. Außerdem dauert es noch ein halbes Jahr, bis ich 60 werde. Das zeigt mir auch wieder, wie Menschen mit mir umgehen, die beachten irgendwie, dass ich eben so alt bin, während ich selber da gar keine Verbindung zu habe. Seit Jahren treffe ich mich mit meinem Freund, dem Seelsorger, und wir haben massig breit aufgestellte Themen um Theologie. Aber vorgestern warfen wir uns unseren Gesprächsball immer so gegenseitig herüber und kamen immer mehr an die Substanz, an dem Thema, was uns beide sehr interessiert. Und dann ging es tatsächlich darum, den Inhalt unseres Themas, wie man das praktisch manifestiert bekommt. Und jetzt bleibt nur noch die Frage, wenn ich zurückkomme zum Anfangsthema, wie beeindrucken mich andere Menschen, wie beeindruckend bin ich selber, wie sehr beeindruckt mich mein eigenes Leben. Selber, mit sich selber manifestiert sein in dem oder auch zu dem, wo man merkt, da gehöre ich hin. Hier bin ich richtig. Und wenn dies eben dann nicht der Fall ist, so die Neujahrsfrage zu stellen. Was ist dein Hoch, was ist dein Tief? Damit man hinzielt zu der eigenen Manifestation. Zu sonderbar? Zu merkwürdig?